Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich dachte mir, heute am Sonntag könnte ich jetzt auch mal wieder etwas vloggen. Es wird zwar vielleicht nicht allzu viel heute so passieren, aber ein bisschen etwas vielleicht Haushalt. Später kommt vielleicht da noch mein Freund. Das Ganze. Und ja, ich mache auch jetzt dann gleich wie immer mein regelmäßiges Sport. Was ich auch jetzt dann machen werde, ist auch kurz wie immer, mein Bett zu klappen. Das Gute daran ist, ich kann dann später dann auch danach dann wieder Bettwäsche wechseln. Also ist ganz gut, dass ich es jetzt auch so mache, heute jetzt in meinem Zimmer. Und ja, ich klappe das dann jetzt mal kurz zu und dann mache ich mit meinem Sport weiter. So, alles ist wieder aufgebaut und Pamela hat ja gestern ein Live-Workout gemacht. Das konnte ich, also habe ich gestern nicht mitgemacht, denn sie hat es ja relativ später gemacht, als ich ja schon Sport gemacht hatte. Das mache ich dann ja gleich danach. Aber ich bin mir am Überlegen, ob ich so zum Anfang entweder das Sexy Dance-Workout machen soll oder das 10-Minute-Cardio No-Jumping-Workout machen soll. Aber ich glaube, ich mache eher das, denn ja. Das ist auch ein echt gutes Workout, wenn man nicht wirklich springen will. Also mache ich das jetzt auch. So, Workout fertig und ich bin mega happy. Dieses Live-Workout, was Pamela Reif wohl gestern gemacht hat, war irgendwie auch ganz gut. Mein Bauch ja, hat sich vom Brennen erholt. Oh Mann, jetzt gehe ich mal mir Frühstück machen. Ich weiß zwar selber wie immer nie was, aber ich gucke jetzt einfach mal. So, Frühstück ist jetzt wieder angerichtet. Es ist eigentlich fast wie immer dasselbe. In Peanut Butter Toast mit Bananen drauf. Mein Toast mit dem geschmolzenen Käse. Mein Kaffee und auch diesmal etwas Orangensaft. Oh, das lasse ich mir jetzt schmecken und dann, ja, mal gucken, was ich dann heute sonst noch so mache. Naja, später kommt ja auch meine Familie.
So, ihr Lieben, ihr habt ja gerade gesehen, ich habe ja mein Zimmer so ein bisschen wieder auf Vordermann gebracht. Naja, ein bisschen. Was ich aber jetzt erst kurz machen werde, ist ja das Video fertig schneiden, was ja eben ja heute online kommen soll. Ich filme ja gerade wieder an einem Donnerstag, Sonntag. Und der Vlog, was ich gestern und vorgestern gemacht habe, am Freitag und Samstag, kommt dann heute jetzt am Sonntag online. Das Vlog hier kommt ja etwas später. Und jo. Also ich werde jetzt erstmal kurz den Vlog fertig machen und dass es irgendwie ja vielleicht heute noch online kommen kann. Und ja, mein Freund kommt dann auch dann schon bald. Ja, mein Bruder und seine Kinder kommen dann auch später. Und ja, danach mache ich mich dann auch etwas ein bisschen fertig. Zwar nicht großartig, aber naja, ein bisschen was. Aber juh, also ich mache mich jetzt kurz ans Video ran, ist nicht mehr viel zu machen zum Glück und ja, dann melde ich mich danach wieder. Wieder ist wieder da, das Video, was heute ja online kommen soll, ist jetzt fertig. Ich habe mir jetzt noch halt eine kurze Hose angezogen gehabt, damit ich halt so ein bisschen wie hingerichtet bin. Ja, hingerichtet, gerichtet, was auch immer. Ja, ich glaube, ich werde mich noch ein kleines bisschen schminken. So ein bisschen die Augenbrauen, ein bisschen was abdecken und sonstiges. Und gut ist. Und dann, ja, mal schauen, wann dann sozusagen die Gäste eintreffen. Denn ja, mein Bruder kommt ja später mit den Kindern und auch mein Freund, aber er bleibt ja über Nacht. Und ja, irgendwie gar keinen Bock, morgen wieder arbeiten zu gehen, aber es muss sein. Aber naja, also ich mache mich jetzt ein bisschen fertig. Ich glaube, ich lasse es mit dem Pulli so an, denn es ist auch etwas frisch ja noch. Und jo, also ich decke mich jetzt ein bisschen mit Schminke ein. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Mein Bruder und die Kinder sind schon da. Baby kommt ja auch schon bald. Ich bin auch eigentlich ja sozusagen wie angezogen. Aber ich glaube, ich ziehe mir gleich sowas wie eine Jacke oder sowas drüber, weil ich glaube, wir wollen draußen essen bei uns an der Veranda. Und ja, das Video ist auch schon fast fertig mit Rendern. Dann könnte ich es ja eventuell dann schon bald hochladen. Jo, ich kann auch gleich mal gucken, was so alles zu essen geben wird. Denn es wird da so ein liebes Gericht geben, was mein Schatzi gerne gegessen hat, als wir bei meinem Bruder im Urlaub waren, in Portugal. Und das kann ich euch ja gerne mal zeigen. Hier ist das ganze leckere Essen, was Mama immer so gern macht. Hier gibt es auch noch was. Couscous. Ja. Da unten gibt es dann noch Reis. So in der Familie kann man immer gut essen. Und Salat. Ja, Mama. Ich freue mich schon drauf. So, meine Lieben, es ist schon etwas später. Ich ziehe mir gerade die Schuhe an, denn mein Freund und ich gehen jetzt kurz unsere Pizzas abholen, denn ich habe halt für uns was bestellt. Bei uns ist halt auch immer so, wir wechseln uns immer ab, wer was dann mal was bezahlt. Und ja, wir gehen uns dann jetzt gleich unsere Pizzas holen. So, meine Lieben, es ist auch schon wieder ein bisschen spät. Ich will mich jetzt auch abschminken, damit ich dann gleich bald wieder ins Bett gehe. Ich bin auch schon etwas müde und ich schminke mich jetzt ab. Und mein Freund, mein Schatzchen und ich putzen dann auch schon gleich die Zähne. Also es war ein richtig, richtig schöner Abend, was ihr hört. Der Freund von meiner Mama und mein Bruder diskutieren gerade wegen irgendetwas mal wieder. Aber sie streiten ja nicht oder sonstiges, sondern ja, sie führen halt irgendeine Diskussion wegen irgendetwas. Aber naja, es war ein richtig, richtig schöner Tag. So unter der Familie.
Es war auch irgendwie mal schön, dass die Kinder wieder auch da waren. Dann sind ja natürlich mein Neffe und meine Nichte. Aber naja, ihr hört ja die Diskussion. Sorry dafür, aber ja, es war ein richtig, richtig schöner Tag. Ihr habt ja auch gesehen gehabt, wir waren ja kurz bei der Pizzeria. Haben uns Pizza geholt gehabt zum Essen. So viel ist zum Abendessen. Sorry, ich spiele das jetzt mal auch schon mal kurz ab. Ja, wir haben ja Pizza geholt gehabt, hatten irgendwie mal wieder Lust darauf. Irgendwie, als ich dann dort war, um dann die Pizzas abzuholen, wollte das Gerät wohl meine Kartenzahlung nicht annehmen. Da musste ich einfach mal ja, runter zur Bank gehen. Zum Glück ist alles bei mir gleich so in der Nähe. Ich muss dann einfach nur runterlaufen oder sonstiges. Und ich hab's dann gleich. Und ich wusste ja, ich habe ja natürlich genug Geld für irgendetwas. Das Gerät wollte wohl nur nicht wohl die Karte annehmen. Ansonsten hatte ich ja Geld drauf. Naja, aber zum Glück. Ja. Die Pizza hatten wir ja, hatten ein schönes Essen mit der Familie. Und ja, war sehr, sehr schön. Meine Augen können manchmal dann ein bisschen brennen. Jetzt nur noch das hier, dann bin ich fertig mit dem Abschminken. Und ich glaube, ich würde dann auch schon gleich danach dann mal mich hier von euch verabschieden. Es ist bestimmt ein kleiner, aber feiner Vlog geworden. Dass ich hoffe aber, dass es euch gefallen hat. Ja, also es war auch so ein sehr, sehr schöner Tag mit der Familie. Also ich bin auch dankbar, eine Familie zu haben natürlich für alles, auch gerade so in der Zeit, auch wenn gerade alles sehr schwierig ist. Denn so von der Familie her habe ich ja gerade nur meinen Bruder hier. Also ich habe ja drei Geschwister, zwei Brüder und eine Schwester und einer wohnt ja noch hier in, also lebt ja hier mit uns in Deutschland. Die anderen sind ja alle in Portugal und ja, können dann daher eben nicht bei uns sein. Was irgendwie schon irgendwie schade ist, aber naja, was soll's. Es tat aber auch irgendwie gut heute, sich wieder ein bisschen zu schminken. Denn ich habe schon ewig nicht mehr gemacht. Ich bin mir auch am Überlegen, ob ich vielleicht ein Tutorial mache, also vielleicht so einen Look, in dem ich, also was irgendwie für die Maske geeignet wäre, wenn man halt eben, ja, mit der Maskenpflicht zu kämpfen hat eben. Wo man sich ja trotzdem irgendwie ja schminken will. Vielleicht mache ich das ja noch. Mal gucken. So, also das war es dann eigentlich auch schon mit dem Video hier. Ich hoffe, dass es euch irgendwie gefallen hat. Wenn ja, gebt mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben und sorry, könnt ja noch mehr solcher kleinen Vlogs oder sowas machen für euch. Wenn ihr das sehen wollt, wie immer, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert mich auch natürlich. Und natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. So könnt ihr dann immer meine Videos auch ansehen. Also ihr bekommt immer die Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ja, ansonsten lasse ich auch hier natürlich meinen Instagram-Namen da. Dort könnt ihr mich auch immer gern verfolgen. Dort poste ich auch immer gleich alles aktuell. Und ja, ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinem nächsten Vlog oder auch Video bald wieder. Bye.